Name ist Lutz Martini. Ich bin zurzeit sachkundiger Bürger im Jugendhilfeausschuss, im Kulturausschuss sowie im Arbeitskreis Digitalisierung und Mitglied der Verbandsversammlung der Gesellschaft für kommunale Datenverarbeitung, GKD, des Kreises Paderborn. Ich kandidiere für die Partei Die Linke und ich möchte auch in der kommenden Legislaturperiode meine Kenntnisse und langjährigen Erfahrungen im Bereich der Informationstechnik und Digitalisierung in die politische Arbeit des Kreises einbringen. Voraussetzung für eine erfolgreiche Digitalisierung von Prozessen in Wirtschaft, Forschung und Lehre sowie in der Verwaltung ist, dass keine Betroffenen zurückgelassen werden. Um diese Voraussetzung zu erfüllen, müssen Betroffene an der Entscheidungsfindung in den Prozessen beteiligt werden. Das bedeutet Investitionen in die entsprechende digitale Infrastruktur, zum Beispiel Zugang zu einem frei verfügbaren Internet, damit Bürgerinnen und Bürger sich jederzeit über kommunale Entscheidungsprozesse informieren und gegebenenfalls beteiligen können. Es gilt unter anderem, Antworten zu finden auf die Fragen, warum weder Stadt noch Kreis die Sitzungen ihrer Gremien nicht online und live übertragen. Warum Studierende ihr privates Datenvolumen benutzen müssen, um an online verfügbaren Studien und Lehrinhalte heranzukommen. Paderborn als digitale Leitkommune und der Kreis Paderborn, der NRW-Modellregion Ostwestfalen-Lippe, sollte sich hier mit gutem Beispiel engagieren, um die interessierte Öffentlichkeit an der Diskussion um Digitalisierungsprojekte einzubeziehen.